Kölner Allee. Große Kreuzung. Okay. So, ich nehme mal ganz kurz die Maske ab. So, was haben wir hier? Einen roten Stift. Okay. Nehmen wir gar nichts. Hat sich wieder windender Stacheldraht. So, wo geht's hier hin? Kommandobunker 61. So, einmal nochmal schnell Speicher bluten. Ja, Mann, und ich hab das Morphium. Hast du dich die ganze Zeit herumgetrieben? Das ist ziemlich zielsicher ohne Augen. Hat es dir die Sprache verschlagen? Du rede doch. Bleib, wo du bist, du verdammter Verräter! Kameradenschwein! Hätte ahnen müssen, dass dir nicht zu trauen ist. Ah, davon willst du wohl nichts wissen, hä? Ich wünschte wirklich, ich könnte dir so einfach trauen. Aber ich darf meine Mission nicht gefährden. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Vielleicht. Ich ahne Schreckliches. Wahrscheinlich müssen wir ihn vergasen. Oder mit Gas rausholen. Vergasen klingt ganz schrecklich. Tatsächlich irgendwie. Bring mir einen Beweis, dass ich dir trauen kann. Dass du nicht gemeinsame Sache mit dem Feind machst. Was soll ich dir bringen? Soll ich dir, keine Ahnung, irgendwie eine brennende französische Flagge bringen oder was? Was ist los mit dir? Das habe ich viel zu drastisch wieder gedacht irgendwie. Ich dachte tatsächlich, dass man ihn quasi halt mit Gas da rausholt irgendwie oder eben dazu bringt, dass er eben nicht mehr in der Lage ist zu feuern. Wir müssen ihn nicht gleich töten. Ne? Okay. Wir haben hier einen Speicherpunkt. Oh, vielleicht müssen wir. Wir werden jetzt. Alter, das sind einfach Patronenhülsen, ey. Boah, was sind das hier? Daraus werden später Farbeimer gemacht. Boah. Der Duft von nassen Schießpulver brennt in deiner Nase. Leider sind die leeren Hülsen nutzlos. Munitionsdepot. Okay. Sprengstofflager. Der Nachschub an Geschossen und Munition ist unterbrochen. So sind wir fast wehrlos. Man hat uns draußen vergessen. Nach einer Bestandsaufnahme in allen Gräben und Unterständen habe ich alles, was uns an Sprengstoff und Munition geblieben ist, verblieben ist, im neuen Munitionslager gesichert. Nun muss ich nur dafür sorgen, dass hier in der Nähe niemand leichtsinnig herumzündelt. Feldwebel Brauer. Der Eingang zum Munitionsdepot ist verschlossen. Vielleicht kannst du einen anderen Weg hineinfinden. Das wäre toll. Rauchen verboten. Ja, schön. Oh, nee, ist nur Nebel. Ich bin jetzt gerade ein bisschen erschrocken. So, ich guck mal hier vorne nochmal, auf der Seite. Vielleicht gibt es da irgendwas. Ist eigentlich ganz geil, dass du ab und zu mal so eine kurze Rätseleinlagen drin hast. Das lockert halt diesen Stress, den du hast, ein bisschen auf, finde ich. Also, du hast halt anderen Stress, ne? Stress bleibt Stress. Aber es ist nicht mehr allzu schlimm. Es ist nicht mehr lebensvernichtender Stress. So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Flaschen? Ein Lappen? Hier brennt's. Verdammt. Nee. Okay. Wie geht's runter? Nope. So. Einmal am Bett gespeichert. Wie befohlen hat der große Leutnant des mächtigen deutschen Kaisers die neuen Giftgasmischungen gegen die Franzosen eingesetzt. Er glaubt wirklich, dass es uns zum Sieg verhilft, wenn wir einige der armen Schweine in ihren Gräben krepieren lassen. Wie er sich gefreut hat. Sieht er nicht, dass wir die ganze Welt gegen uns haben?
Will er sie alle vernichten, statt sich geschlagen zu geben? Ja. Tatsächlich könnte man ein schönes Trinkspiel draus machen. So. Jedes Mal, wenn wir einen Zettel zum Lesen finden, müsst ihr einen trinken. In der ersten halben Stunde sind alle Ratten dicht. So, dann gucken wir mal weiter. Ventil. Okay, eine Leiter nach oben. Nicht zum Lesen, das ist ja untypisch. Kneipe. Genau. Ja, das Spiel hat euch wirklich, das hat euch angetan, euch Bähnen, wa? Au, au, nicht um den Kopf fallen. Au. Moment. Telefon. Soldat, ich bin es. Ich habe die Kommunikation wiederhergestellt. Hervorragend. Willst du es also wirklich tun? Ich will es tun. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Ja. Ja, das hätte ich auch so gemacht. Munitionsdepot. Ah. So, dann machen wir ein Schnuffelstückchen wieder aufsetzen. Nee. Weiter geht's. Mir wurscht. Schrei in der Ferne. Würde er denn selbst durch die Tür brechen oder? Hört sich ein bisschen so an, als wenn er könnte. So, wo bleibt denn Black Beauty hier? I see fire. Achso, ist die Lampe. Gut. Okay, gut, man kann sie auch hier stehen verstecken, das ist schön. So, mal kurz mal die Wege hier angucken. Noch eine Gasmaske? Nutzlos. Der Filter der Gasmaske ist verklebt mit beißend riechenden Chemikalien. Gut. Funkbefehl Giftgas. Diensthabender Funker. Unteroffizier. Johannes von Schmidt. Wir! Datum 11. August 1917. Achtung! Streng vertrauliche Order an den diensthabenden Offizier. Um schnellere Erfolge zu erzielen, sind in den folgenden Wochen wieder verstärkte Grünkreuzgranaten, Lungenkampfstoff mit den nun verbesserten Blaukreuz-, Nasen- und Rachenkampfstoff kombinierten gegen feindliche Truppen einzusetzen. Die Blaukreuzkomponenten wirkt als Maskenbrecher, da sie einfache Filter der Masken durchdringen kann. Atemnot zwingt den Feind zum Entfernen der Maske. Darauf folgend tut der Lungenkampfstoff sein Übriges. Oh, heil. Ach, perfide Scheiße.
Lampe Italiener an. So, soll ich ihn jetzt zu dem Tor vom Munitionslager locken, damit er da durchrennt? Oder... Ich meine, ich muss es ja irgendwie aufbekommen. Und ich selber krieg's gerade nicht auf. So, nochmal Schnuffi aufsetzen. Oh. Très bien. Da vorne ist er. Was? Wie war, warum ist er so schnell da? Oh, bitte langsam, er ist langsam. Warum ist er so... Oh, oh, oh. Das war knapp, Alter. Genauso halt mit... Genauso war geplant. War von vornherein eigentlich meine Strategie, genauso wollte ich zu haben. Strategisch habe ich ihn einfach jetzt an diese Situation, Position gelockt irgendwie. Das war jetzt auch kein Random, war auch jetzt kein Zufall. Das war strategisch von mir von vornherein so gedacht. Nicht. Ah, ich komme hier mit so viel Glück einfach nur durch. So, habe ich jetzt hier einen apokalyptischen Reiter erwischt oder was? So, ich geh mal runter. Irgendwie glaube ich, dass der noch nicht ganz so tot ist, wie er tot sein sollte. Hallo? Apokalyptischer Reiter? Oh, vielleicht doch. Ah, okay. Super, Kopf der Kreatur. Die Trophäe erfüllt dich mit Stolz. Als ob du dir die Kraft der Kreatur zu eigen machst. Nimm ich mit. Tragik wie Ohren und an einer Kette um den Hals. So, dann geht's hier nicht raus. Okay, schade. Ich dachte, da kann man raus. Ja, man kann auch raus. Freiheit! So, jetzt gehen wir wieder zu Gunther. Und der lässt uns jetzt hoffentlich rennen, oder was? Warte mal, war das hier vorne? War das hier vorne, oder? Oh, schön easy, locker laufen. Nicht rennen. Da muss ich hin. So, okay, alles klar. Ich nehme die mal ab, glaube ich. Mir jetzt nicht so gut. Stehen bleiben! Ich habe die Erschütterung bis hier gespürt. Was ist passiert? Es war eine Erschütterung in der Macht. Befreit? Beweis es mir! Hier hast du ihn. Da. Ey, wenn das jetzt der blind ist, dann muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich mach mal die Tür zu. Wer weiß, was da noch kommt. Hallo, Herr Offizier? Ey, ich hab hier so krasse Ninja the Bunker Vibes irgendwie. Das ist ja echt Wahnsinn. Ich sehe Benny förmlich, wer hier gerade panisch mit so einem Benzinkanister hinrennt. Nur um die Laternen anzulassen. Oh, stimmt. Ah, falls ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch das unbedingt mal bei uns auf dem YouTube-Kanal mal geben. Sehr, sehr cool. Für die, die auch neu sind, wir sind hier übrigens zu zweit. Ja, der Kanal heißt ja Benny und Steve. Ich bin Steve, Benny ist leider im Urlaub. Ansonsten würden wir sowas immer ganz gerne zu zweit spielen. Und ich bin quasi die Urlaubsvertretung. So, großer Kreuzweg. Ich musste auf Nummer sicher gehen. Ich hoffe, das verstehst du. Ich schieße nicht schlecht für einen Blinden, was? Ja, kann man so sagen. Kriegt er eine Idee haben? Meine Augen. Schmerzen noch. Erwischt worden. Ich sehe jetzt schon viel klarer. Viel klarer. Ich weiß, dass du auch die Missgeburt, die mir das angetan hat, vernichtet hast. Ich hätte nicht an dir zweifeln dürfen, Kamerad. Auch wenn du mir keine Medizin gebracht hast. Aber... Ich weiß mir selbst zu helfen. Wie eine Seuche macht sich der Feind im Landesinneren breit.
Sogar in unsere eigenen Reihen ist er vorgedrungen. Bis in die Heimat. Ich muss die Stellung hier halten. Es liegt also an dir. Wenn du dem Eisenbahntunnel im Osten folgst, gelangst du zu einer Munitionsfabrik. Sie haben unseren Nachschub an Kriegsmaterial gekappt. Etwas hat die Produktion unterbrochen. Es gibt Gerüchte über einen Saboteur. Einen Feind in unseren eigenen Reihen. Nimm das hier. Es wird bald dunkler werden. Wenn du die Maschinen wieder zum Laufen bringst, werden wir genug Sprengkraft haben, um den Krieg für uns zu entscheiden. Magnetlampe. Taschenlampe ohne Batterien. Immer bereit. Die Tampe. Die Lampe ist, um den Halt zu tragen. Durch den mehrfachen Zug im Antriebskette, die sich automatisch wieder aufrollt, wird die Magnetlampe zum Leuchten gebracht. Vorsicht, nach mehrfachen Betätigen der Antriebskette kann die Lampe ausfallen. Schlüssel für die östliche Bunkertür. Okay, alles klar. Mit dem Schlüssel gelangst du in die Gräben östlich des Bunkers. Ganz so, wie du es eben gemacht hast. Ich zähle auf dich. Du bist unsere einzige Hoffnung, hier herauszukommen. Wir sitzen hier schon viel zu lange fest. Was total geil ist, dass er das A als jemand, dessen Augen komplett zerstört sind, vom Spiegel macht. Der noch dazu total blind ist. Also der Spiegel, so wie er. Worauf wartest du noch? Ja, geht ja schon. Zum östlichen Dienstplan. Latrinendienst, das hatten wir schon mal. Wunderbar. So, wenn ich jetzt wüsste, wo die Tür zum östlichen Grabenkomplex ist, dann wäre das nicht schlecht. Wir hacken uns hier erstmal durch. Die waren auch schon drin. Warum sind denn jetzt hier Bretter davon, wenn wir hier schon mal drin waren? Okay. Osten. So, düsen wir mal durch. Vater hat ihn hierher versetzen lassen. Aber ich erkenne diesen Leutnant doch selbst kaum wieder. Er hat seit Jahren kein Wort mit mir geredet. Auch nicht in den Wochen, seit er hier ist. Erst, weil ich das schwarze Schaf der Familie war. Und dann, weil ich vor ihm in den Krieg ziehen durfte. Als wenn er ein beschissener Privileg ist. Und nun schaut er auf mich und die Welt herab. Ja, aber es ist halt bestätigt, ne? Also, der Leutnant, dieser Offizier, ist unser jüngerer Bruder Paul. Ich glaube, darum jetzt noch ein Geheimnis zu machen, ist irgendwie ein bisschen unnütz nur noch. Na, schauen wir nochmal kurz nach. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie eine Dogtag. Betreten verboten. Okay. Gut. Denn eben nicht. So, okay, alles klar. Zack. Aufschließen. Und schon sind wir in den östlichen Gräben. Taschenlampe. Schwarzer Weg. Oh. Boah, die hält ja richtig lange, ey. Das ist doch Stänkern. Das ist doch einfach nur Stänkern. Oh, Mann. So, wen haben wir da?
Horst Weber aus Recklinghausen. Deine Familie wird dich vermissen, Mann. Erst einmal lieber zu Hause geblieben. Es ist Herbst. 3 Jahre dauert der Krieg nun schon. Im Heimaturlaub war ich kurz auf dem Dachboden, aber die Erinnerung an Christian schmerzt zu sehr. Auch meine Tauben waren fort. Wer ist Christian? Mutter sagt, sie seien fortgeflogen. Aber ich glaube, sie hat gelogen. Vielleicht, weil Vater dabei war. Wahrscheinlich hat er sie damals im Käfig verhungern lassen. Er hat sich ein Labor im Keller eingerichtet. Was er dort tut, schien Mutter nicht zu wissen. Sie reden kaum ein Wort. So, wer ist dafür, Vater of the Year Trophäen an ihn zu verleihen? An den guten Karl? So, ich klopp mich hier gleich durch. Ich guck mal hier nur. Harti, vielen Dank für dein Follow. Welcome to the family. Oder man könnte auch sagen, Moment, warte mal. Fresh meat. So, von Diablo, das war der Schlechter. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Oh, okay, warte mal. Hier sollten wir vielleicht jetzt hier nicht so viel rumfummeln. Big Boom. Wupp, wupp. Jetzt ja, Bianca. Ja, klar, dass du da ja Hallo sagst. Als alter Diablo-Fan. So, wenn ich mal kurz, warte mal, da sag mal kurz Hallo. Das ist eine nette Kuschelpuppe. Komm, ich lass dich einfach mal hier. So. Einmal Bianca knuddeln. Mach das um. Hat sie verdient. Bahnhofstraße. Die kaufe ich. Schreibstube. Hier können die Soldaten einen Brief an die Heimat schreiben. Ja, okay. Postkarte von Kasper. Liebe Eltern, die Ursel hat sich entlobt. Wundert euch nicht, wenn sie nun nichts von sich hören lässt. Wenn erstmal der Krieg vorüber ist, kommt die Zeit für Neuanfänge. Dann wird die Ursel vielleicht auch wieder Hoffnung schöpfen und an uns denken. Ich halte mich hier tapfer und denke jeden Tag an euch, wenn ich meinen Dienst für das Vaterland tue. Euer Kaspar. Das war tot traurig, alles, ey. So eine sinnlose Tragödie, ey. Die Feldpostregeln. Soldat, achte die Vorschriften. Die Vorschriften. In der Feldpost untersagt sind unübliche Schriften und jedwillige Kodierung. Nicht lesbare Schriften. Nennung deines Aufenthaltsortes. Nennung von oder Anspielung auf Taktiken oder Pläne deiner Kompanie. Stichprobenartige Prüfungen werden durchgeführt. Verstöße werden strengstens bestraft. Strichprobenartig, da kannst du vergessen, da ist wahrscheinlich jeder Brief durchgelesen worden. Jeder. So, hier gegen die Postsäcke. Zensierte Postkarte. Okay. Ich habe gehört, soll es wohl nach Süden weitergehen für uns und unsere benachbarten Kompanien. Vielleicht hilft der Ortswechsel ja. Ich werde die Läuse gar nicht mehr los. Ich hoffe, ihr leidet nicht so zu sehr Hunger. Ich vermisse euch sehr. Euer Martin Pokora. Ja, das ist natürlich zensiert, ne? Es geht mit der Kompanie Richtung Westen. Das ist natürlich, darfst du nicht schreiben. So, hier sieht man tatsächlich auch, wie viele Säcke abtransportiert worden sind. Das hat natürlich überhaupt gar keine Priorität, ne? Also für die Moral auf jeden Fall, aber oh, was ist denn das hier?
Der Saboteur. Würde mich auch nicht wundern, wenn tatsächlich unser Bruder der Saboteur ist. Kein Zug. Gefreiter Arnon, zum wiederholten Male teile ich Ihnen mit, dass Sie keinen Zug gehört haben können. Bitte unterlassen Sie die weitere Meldung Ihrer Hirngespinste. Unteroffizier Hübler. Ein Stück Käse? Okay, Speicher. Da geht's jetzt weiter. Ich würde ganz kurz hier nochmal kurz schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Ah ja, alles klar. Nimm mit. Karl Jansen aus Kiel. Ach man. Karl! Wieso? So, okay. Können wir kurz speichern. Oh, warte mal, hier ist noch was. Ich komme nicht hoch. Wir sind es ist uns nicht möglich, eine kleine Stufe zu besteigen. Werkzeug und niemand hier, um es zu benutzen. Feiglinge, allesamt! Okay, gut, dann lass uns mal über die Brücke laufen. Auf gen Osten. Was? Richtung Wohl ist dir bei dem Anblick nicht. Richtig Wohl ist mir bei dem Anblick nicht. Hoffentlich kommt kein Zug, wenn du über die Brücke läufst. Echt jetzt? Oh, bitte nicht. Oh, bitte jetzt kein Zug. Verderbnis. Schickt ein Zug. So, ich lauf erstmal ohne Licht. Oh, was ist das für eine fette Fabrik, ey. Sieht ja übel aus. Boah, was ist denn das was ist denn hier für ein Mahnmal, Alter? Wer baut denn sowas? Zu der Zeit vor allen Dingen. Was? Was? Okay. Okay. Und überall sind Munition drin. Also, okay. Ha! Mann, Alter. Kann mir jetzt. Wieso eigentlich, wovor ich mich jetzt erschrocken habe? Ich habe mich gerade erschrocken. Okay. Gehen wir weiter. Hallo? Ja. Du hast es fast geschafft. Du musst die Stromversorgung wiederherstellen. Kein Problem. Kannst du die Fabrik wieder in Gang nehmen? Klar. Aber sei auf der Hut. Vor? Der Saboteur. Ah. Er kommt aus unseren eigenen Reihen. Verstehe. Er ist was? Er ist was, Mann? Ja, wahrscheinlich die einzige Person hier. Also die Taschenlampe, die ist ja echt kacke, Alter. Das muss man mal wirklich so sagen. Die ist ja nüscht. So, was haben wir hier? 13. Oktober. Es muss enden. 1917. Ich habe angeordnet, dass unsere Fabriken die Kampfmittel- und Waffenproduktion umgehend einstellen. Grubert weigert sich. Er nennt es Verrat. Ja, okay, dann wird Grubert wahrscheinlich der Saboteur sein und das ist die monumentale Fabrik unseres Vaters. Keine Ahnung, wozu dieser Hebel ist, aber ich zieh ihn. Was? Okay. Scheiße. Hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Fernschreiberstreifen.
Zentrales Steuerelement gerobt. Produktion unterbrochen. Ja, da ist... Oh Mann. Warum ploppen denn diese Schatten jetzt hier auf? Er atmet Gas. What? Er atmet Gas? Ist schon unheimlich. Fragt euch mal, ob ihr euch alleine in so eine Fabrik trauen würdet. Ganz alleine. Warum, was ist das zur Hölle? Warum ist denn das hier so verschmolzen? Was ist denn das? Achso, ein Rohr. Ist hier wie bei Aliens, Alter. Also diese aufploppenden Schatten machen mich tatsächlich ein bisschen fertig. Kesseldruck. Folge den orangefarbenen Rohren, um den Dampf aus dem Ofenkessel dorthin zu leiten, wo der Druck benötigt wird. Die Rüst... Ja. Ja. Okay, dann folgen wir mal. So, hier muss er wahrscheinlich weg. Ja. Nope. Ich zieh einfach mal an irgendwelchen Hebel, drück irgendwelche Rädchen. Sabotage. Wir haben versucht, die Maschinen in Gang zu halten, aber sie sind immer wieder ausgefallen. Wir dachten, der Feind hätte uns sabotiert. Doch wir konnten niemanden finden. Es ist, als ob sich die Maschinen selbst weigerten, weiter zu produzieren. Die anderen sind verschwunden. Ich muss die Fabrik mit den Öfen wieder zum Laufen bringen. Geht's, Grubert? Geht's noch? Okay, hier komme ich nicht durch. Warum kann ich denn nicht? Warten! Mmm.